Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Ninjago und da habe ich hier das Set mit der Nummer 70654, den Drachenfänger. Das Set ist aus dem Jahr 2018, die Altersempfehlung von Lego ist 9 bis 14 Jahre und für 99,99 bekommt man genau 1179 Teile. Darunter sind dann insgesamt 7 Minifiguren. Und hier auf der Rückseite sehen wir zum einen, wie groß das Fahrzeug nachher sein wird und zum anderen sehen wir natürlich noch die ganzen Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir aber gleich gemeinsam am aufgebauten Modell. Aber bevor wir mit dem Unboxing loslegen, gehen noch wunderschöne Grüße an den Ahmed, an Noel Deringer, an Justin Schuster, an Primusoft Stop Motion Review, an Lego Ninjago TV Deutsch, an Niklas Eitel, an Lukas Hoffmann, David Augscheller, FW Nero, Florian Baus, Sami Hosseini, BenTVT1, Kevbo55, Flowcrafting, Meister des Legos, Momo, Darkness King und an Laura Dragons und Lori Holdenfan. Also an euch alle ganz, ganz liebe Grüße von mir und jetzt viel Spaß bei dem Video. Gut, dann werfen wir jetzt mal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, wie viele Tüten hier drin sind. In der Box hatten wir jetzt insgesamt 9 nummerierte Tüten mit den Nummern 1 bis 9. Dann haben wir hier noch eine unnummerierte Tüte mit einigen Großteilen. Und dann haben wir hier noch einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und dann haben wir hier noch die Anleitung, die sieht so aus und die hat insgesamt 147 Seiten und wenn alles zusammengesteckt ist, dann sieht es nachher so aus. Und hier hinten sehen wir dann noch die anderen Sets, davon habe ich ja schon ein paar von vorgestellt, die anderen werde ich wahrscheinlich auch noch alle vorstellen. Also wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig! Für den Aufbau habe ich jetzt so circa 2 Stunden gebraucht und so sieht das Ergebnis aus. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns auch wieder als erstes mal kurz die Minifiguren an. Gut, dann starten wir hier mal mit den beiden Ninjas, Jay und Zane. Jay links ist ausgerüstet mit einer Kettensichel, die wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt und in der anderen Hand hat er ein Katana, das besteht auch aus 2 Teilen. Und Zane auf der anderen Seite hat hier einmal Pfeil und Bogen in der Hand und auf dem Rücken hat er noch einen schwarzen Köcher. Bei Jay sehen wir hier noch die Panzerung auf den Schultern und hier hinten noch dieses Teil, das ist verbunden mit der Panzerung und da kann man dann auch noch das Katana reinstecken. Das sieht dann so aus und in dieser Halterung ist auch Platz für 2 Katanas. Die Ausrüstung werde ich jetzt mal kurz abnehmen, dann können wir uns die Bedruckung genauer anschauen. Weil die Bedruckungen der beiden Figuren sehen wirklich gut aus, sie sind sehr detailreich hier auf Torso und Beinen. Man sieht auch, dass es die neue Bedruckung für Sommer 2018 ist, sie ist teilweise schon ein bisschen kaputt. Bei Jay zum Beispiel, da ist was an der Hose schon aufgerissen, das sieht richtig gut aus und auch die Torso-Bedruckung finde ich ist bei beiden sehr, sehr detailreich. Beide tragen dann natürlich auch die zweiteilige Maske, die werden wir nachher gleich mal abnehmen. Und von hier hinten sieht man auch die Rückenbedruckung, die auch bei beiden Figuren sehr, sehr gut aussieht. Bei Jay sieht man da auch nochmal einen kleinen, ja so ein kleiner Riss hier. Und auch bei Zane sieht man, dass hier schon was kaputt ist, also richtig cool und ja, wie gesagt, sehr detailreich. Und jetzt werden wir mal die Masken abnehmen, das sind wieder die zweiteiligen Masken, da können wir erstmal das obere Teil abnehmen, dann sieht man schon mal einen Teil von den Gesichtern. Und wenn wir den unteren Teil auch noch abnehmen, dann sehen wir die kompletten Gesichtsbedruckungen der beiden Ninjas. Beide haben auch noch Bedruckungen auf dem Hinterkopf, bei Zane sieht man das hier und Jay hat sogar noch ein zweites Gesicht. Weiter geht's dann mit der nächsten Figur, das ist Sensei Wu als Teenager. Auch er ist ausgerüstet mit einem Katana, das wurde auch wieder aus 2 Teilen zusammengesteckt. Schauen wir uns Teenie Wu mal ein bisschen genauer an. Die Figur gibt es so auch bloß in diesem Set. Die Beine sind hier zwar unbedruckt, aber die Torsobedruckung sieht richtig gut aus. Hier ist auch alles so ein bisschen zerfleddert. Das Haarteil gefällt mir auch richtig gut mit dem goldenen Bandana. Das sieht super aus. Und von hinten sieht man hier die Rückenbedruckung. Die gefällt mir auch noch richtig gut. Hier ist auch noch ein bisschen ja, Verschmutzungen am Gürtel zu sehen und alles. Das sieht ziemlich cool aus. Und Sensei Wu oder Teenie Wu hat auch 2 Gesichter. Also einmal dieses hier. Ich habe das Haarteil mal kurz abgenommen, dann sieht man das nochmal ein bisschen genauer. Also das hier ist das erste Gesicht und das zweite sehen wir, wenn wir uns die Figur nochmal von hinten anschauen. Das sieht dann so aus. Dann geht es hier weiter mit den ersten Bösewichten. Links habe ich einmal den Knochenbrecher. Er ist ausgerüstet mit einer Sense, die wurde auch aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Und auf der anderen Seite haben wir den Maulkorbjäger. Er ist ausgerüstet mit einem Speer.
Beide Figuren haben dann auch noch eine Kapuze auf dem Kopf, die ist auch bei beiden Figuren gleich, aber das untere Teil unterscheidet sich hier beim Maulkorbjäger, ist das ja so eine Art Maulkorb eben, mit einer Panzerung hier noch auf der Schulter. Von hinten sieht das so aus, hier hinten haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit, ein Katana beispielsweise reinzustecken. Die Kapuzen erkennt man hier auch ganz gut, die ist wie gesagt bei beiden Figuren gleich und die werde ich jetzt auch mal kurz abnehmen. Dann sehen wir hier mal zum einen die coole Bedruckung auf Torso, Beinen und natürlich auch im Gesicht. Aber wir sehen auch, dass beide Figuren komplett gleich bedruckt worden sind. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil die Bedruckung sieht einfach super aus. Und ich finde, wenn sie eben ihre Masken noch vorm Gesicht haben, dann unterscheiden sie sich und dann passt das schon. Dann sieht man sowieso nicht so viel von den Bedruckungen. Hier auf dem Rücken sieht man auch nochmal die Rückenbedruckung, die eben auch bei beiden Figuren gleich ist. So, und hier haben wir jetzt die letzten beiden Figuren. Links haben wir einmal Heavy Metal und rechts haben wir den Eisenbaron. Heavy Metal ist einmal ausgerüstet mit einem Vergeltungsgewehr. Das wurde auch aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Das können wir uns mal kurz ein bisschen genauer anschauen. Das sieht dann mal so aus. Der Haken hier vorne, der ist über diese Kette befestigt. Der kann dann abgeschossen werden und damit kann man dann eben versuchen, einen Drachen zu fangen. Und rechts der Eisenbaron ist einmal ausgerüstet mit einem Stab. Hier oben sieht man auch nochmal das Zeichen der Drachenjäger. Das ist übrigens ein Aufkleber und kein bedrucktes Teil. Aber hier die Anzeige auf seinem Cyborg-Arm, das ist wiederum ein bedrucktes Teil. Und zudem hatte ich hier vorne noch ein kleines Tanto. Das ist ein japanisches Kampfmesser. Das steckt hier in der Halterung drin. Die Halterung oder die Panzerung oben, das ist übrigens dieselbe wie hier drüben bei Heavy Metal. Sie ist nur umgedreht. Also den Maulkorb, den wir hier vorne bei Heavy Metal noch vorne sehen, sehen wir gleich beim Baron hinten. Ich zeige euch das mal kurz. Zudem hat er hier noch einen ziemlich coolen Zylinder auf dem Kopf. Und hier seht ihr jetzt mal, dass einfach eben das Teil umgedreht wurde. Und hier hat man jetzt den Maulkorb hinten. Bei Heavy Metal sieht man hier jetzt eben die Halterung für ein weiteres Schwert. So, und hier sehen wir beide Figuren jetzt nochmal komplett ohne Ausrüstung. Bei Heavy Metal links sehen wir jetzt auch schon, dass es wieder die gleiche Bedruckung ist wie vorhin beim Maulkorbjäger und beim Knochenbrecher. Deswegen brauchen wir ihn uns auch nicht nochmal anschauen. Wie gesagt, es ist komplett gleich, also Torso, Beine und das Gesicht ist alles gleich bedruckt wie bei den beiden vorigen Figuren. Aber hier der Eisenbaron, das ist dann wieder eine komplett neue Bedruckung auf dem Torso. Die Beine sind natürlich auch ziemlich cool mit diesem ein Cyborg-Bein. Und die Cyborg-Hand habe ich auch nochmal dazu gemacht, das sieht einfach ziemlich cool dann aus. Die Torso-Bedruckung ist auch recht detailreich und die Gesichtsbedruckung sieht super aus mit dem einen roten Auge. Von hinten sehen wir hier jetzt noch die Rückenbedruckung, die auch sehr, sehr detailreich ist. Also der Eisenbaron ist auch eine super Minifigur. Mit dem Set war dann auch noch die komplette Drachenrüstung, die befindet sich hier auf dieser Statue, also der Helm, die Brustpanzerung, das Schwert und auch noch das Schild. Ich werde die gleich mal einer Minifigur anlegen, dann können wir uns die genauer anschauen. Und hier sehen wir die Rüstung dann mal ein bisschen genauer. Das Schild hier vorne, das ist ein bedrucktes Teil, da sieht man dann auch schon den Drachen, das sieht super aus. Auch das Schwert gefällt mir richtig gut mit dem Drachenkopf hier hinten als Griff und natürlich auch die Klinge. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall auch die Brustplatte hier vorne, das könnten vielleicht so ein bisschen Schuppen von einem Drachen andeuten und auch der Drachenkopf hier an der Seite, der so ein bisschen die Schulter dann schützt, das sieht super aus. Von hinten haben wir auch noch zwei Studs, also da könnten wir theoretisch auch noch was dagegen klemmen oder was reinklicken und auch der Helm sieht super aus mit den zwei Stacheln oder den zwei Hörnern oben. So, aber jetzt kommen wir hier endlich zum Drachenfänger oder zum Dieselnaut, so wie er ja auch genannt wird. Da gleich mal eine Frage an euch und zwar, welcher Name gefällt euch besser, Drachenfänger oder Dieselnaut? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne bei einer Abstimmung mitmachen. Die findet ihr, wenn ihr rechts oben auf dem weißen Kreis mit dem i klickt. Und da könnt ihr auswählen, welchen Namen ihr cooler findet. Die Abstimmung ist natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und jetzt schauen wir uns hier mal den Drachenfänger ein bisschen genauer an. Das Modell ist ca. 18 cm hoch, 42 cm lang und 23 cm breit. Und ich muss sagen, das Teil sieht einfach nur cool aus und es bietet auch jede Menge Details. Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und wir starten gleich mal hier vorne. Hier sieht man jede Menge Stacheln oder Spitzen. Das könnten vielleicht auch Klauen oder Zähne von Drachen sein. Das sieht ziemlich cool aus. Auch hier an den Seiten bei den Ketten, da schauen ein paar raus. Und natürlich hier vorne bei der Stoßstange, da sind auch jede Menge so Stacheln angedeutet.
Kombination von Ketten und Rädern gefällt mir auch richtig gut. Das sieht super aus. Ob das Fahrzeug nachher fährt oder wie es fährt, das zeige ich euch dann natürlich noch. Auf den Ketten erkennt man auf jeden Fall, hier wurden so Gumminöpsel angebracht, aber nur auf jeder zweiten oder auf jedem zweiten Kettenglied. Eine Kette besteht dann aus 22 dieser Kettenglieder. Also für beide Ketten wurden dann insgesamt 44 dieser Kettenglieder verbaut. Im Set waren ja auch einige Aufkleber enthalten, das fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm, weil es viele große Aufkleber waren. Zum Beispiel hat man hier einen großen über die komplette vordere Turbine hier geklebt. Da sieht man dann schon mal ein paar Kampfspuren mit Drachen, denke ich mal, also hier so ein paar Schrammen. Und an den Seiten sieht man auch nochmal das Zeichen der Drachenfänger. Und dieses komplette Teil können wir dann nach oben hin aufklappen. Da drin ist jetzt nämlich noch Platz für eine Minifigur. Um euch das zu zeigen, muss ich das Teil mal kurz anheben und da kann ich noch gleich dazu sagen, das hat ein richtig gutes Gewicht. Also der Dieselnaut oder der Drachenfänger ist richtig schwer. Und hier drin seht ihr jetzt den Sitz für die Minifigur. Ich habe da jetzt mal eine Figur reingestellt, mehr ist aber auch nicht drin, also da ist keine Konsole oder sonst noch was drin. Hier vorne haben wir noch die Turbine oder den Propeller, den kann man dann auch noch ein bisschen drehen. Und die Klappe können wir jetzt auch wieder schließen. Dann schauen wir mal weiter. Hier hinten haben wir jetzt noch ein paar Scheinwerfer. Die können wir auch noch ein bisschen verstellen. Also je nachdem, wo wir eben ja, hinleuchten möchten. Natürlich auch nach oben, wenn wir eben auf Drachenjagd sind. Die sind ja meistens in der Luft unterwegs. Aber wir können sie auch noch ein bisschen vor und zurück bewegen und auch zur Seite drehen. Dann sehen wir hier mal den Mittelteil des Fahrzeugs. Hier sind auch zwei große Aufkleber angebracht worden und da sieht man auch noch ein paar Kampfspuren. Dasselbe haben wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Das sieht dann so aus, sieht ein bisschen anders aus, aber ebenfalls nochmal mit den Kampfspuren. Und das komplette Teil können wir jetzt aufklappen. Das sieht dann zum einen mal so aus und diese Klauen hier können wir dann auch noch nach außen bringen. Dann sieht das so aus. Und hier ist natürlich auch genug Platz für Minifiguren. Von der Seite sehen wir hier jetzt auch die verschiedenen großen Reifen, also hier in der Mitte haben wir einen kleinen Reifen und hinten dann etwas größeren. Vorne haben wir ja die Ketten und das Fahrzeug ist natürlich auch sehr, sehr gut bewaffnet. Wir haben hier einen Pfeilshooter, einen Springloaded Shooter. Hier oben ist ein baubarer Pfeil angedeutet, der lässt sich nicht abfeuern, der ist eben der zur Deko da, sieht aber ziemlich cool aus. Und ihr seht ja schon, das Geschütz kann man drehen. Und wir können es auch noch in der Höhe verstellen, also den kompletten Shooter können wir dann nach oben ausrichten. Ein bisschen, wenn der Pfeil hier hinten drin steckt, geht es nicht ganz so weit. Wenn der Pfeil da drin steckt und wir es nach oben ausrichten, kann man den auch nicht abfeuern. Also das müssen wir dann wieder nach unten bringen und dann können wir den Pfeil eben, den Spring-Loaded Shooter auch auslösen. Ein weiteres Geschütz haben wir dann hier oben drauf, das lässt sich auch komplett um 360 Grad drehen. Wir können es einmal hier so manuell machen, also oben einfach drehen. Dann seht ihr schon, dass sich dieses Teil mit dem Drachen mitdreht. Das ist übrigens ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Aber wir haben auch noch die Möglichkeit, das von der anderen Seite zu machen. Hier hat man nämlich diesen Mechanismus, also dieses ja, Fass, sage ich mal, mit dem Zahnrad. Daran kann man dann auch noch drehen und oben eben das Geschütz ein bisschen ausrichten. Und ausgelöst wird es genauso wie die anderen, also man drückt einfach hier hinten drauf und dann fliegt der Pfeil vorne los. Und natürlich haben wir hier oben auch noch Platz für eine Minifigur, das sieht dann so aus. Und hier auf der anderen Seite haben wir noch einen kleinen Kran, der lässt sich auch ein bisschen drehen, also nach rechts und links. Und nach oben und unten können wir ihn auch gleich bewegen. So wie es in der Anleitung beschrieben worden war, dient der wohl, um eben die Statue irgendwie an Bord zu hieven. Die Statue kann man dann hier unten bei den Krallen einklemmen. Und durch dieses Zahnrad hier können wir die Statue dann nach oben ziehen. Und so sieht der Drachenfänger dann noch von hinten aus. Hier haben wir jetzt noch ein Gefängnis. Und zwar können wir dieses komplette Teil hier nach unten bringen. Und das können wir dann auch ganz leicht abziehen. Das ist hier dann das Gefängnis. Das sieht dann so aus. Hier an den Seiten haben wir wieder das Symbol der Drachenfänger. Das ist auch wieder ein Aufkleber. Und die Seitenteile können wir dann öffnen. Einmal dieses hier und das hier drüben auf der anderen Seite. Und da können wir dann Minifiguren einsperren, zum Beispiel hier den Jay, und dann machen wir hier wieder die Klappen zu. Bevor wir das Gefängnis am Fahrzeug wieder befestigen, zeige ich euch noch kurz hier ein weiteres Geheimversteck. Da gibt es noch dieses Teil hier.
Das ist dann hier ein Ausrüstungsständer und den können wir noch aufklappen. Das sieht dann so aus und hier sieht man jetzt jede Menge Waffen, aber hier unten hat man auch noch ein paar freie Clips. Da kann man dann die Bewaffnung der Minifigur noch befestigen. Gut, dann bauen wir das kurz wieder zusammen. Den Ausrüstungsständer kann man ganz leicht hier hinten reinschieben. Und dann kommt noch das Gefängnis hinten drauf. Das wird einmal hier auf die Technikstange geschoben und dann eben eingefahren. Gut, dann fahren wir jetzt noch eine Runde mit dem Fahrzeug und ihr seht schon hier auf meinem Tisch, da funktioniert es nicht ganz so gut. Ich habe ja hier eine Fotoleinwand noch auf dem Tisch, deswegen, das funktioniert irgendwie gar nicht so gut. Aber ich habe das vorhin auch schon mal ausprobiert, auf dem Teppich zum Beispiel, da funktioniert es super. Auf Fliesen funktioniert es richtig gut und auch auf Parkett, also da habe ich es überall ausprobiert und überall hat es wunderbar funktioniert. Hier auf meinem Tisch funktioniert es leider nicht so gut, aber wie gesagt, auf den anderen Untergründen, da hat es richtig gut funktioniert. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von dem Fahrzeug. Das sieht super aus. Von der Optik her gefällt es mir richtig gut. Zudem bietet es tolle Funktionen. Dann bekommt man die komplette Drachenrüstung in dem Set. Das ist auch super und auch die Minifiguren sind genial. Das ist auch das einzige Set, in dem man eben den jungen Sensei Wu bekommt. Aber auch die anderen Figuren finde ich super. Von den Bösewichten, die haben zwar viele dieselbe Bedruckung, aber durch die verschiedenen Oberteile, also durch die verschiedenen Helme oder Masken, unterscheiden sie sich doch und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz okay. Und auch die beiden Ninjas sind super, also ein geniales Set, wie ich finde. Der Preis von 100 Euro ist okay, aber das Set gibt es trotzdem schon im freien Verkauf, da bekommt man es für um die 80 Euro. Einen Link zu einem Angebot findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich kann nur sagen, also wenn ich jetzt nochmal eine Top 5 meiner Lieblings-Ninjago-Sets aus meiner Sammlung machen würde, dann wäre dieses Set auf jeden Fall dabei. Also ich finde das Set cool. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.